Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur AL-Sach-Auftaktveranstaltung 2022. Ich freue mich sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Ilka Grunewold und ich werde durch den Tag geleiten. Und nicht nur das. Es soll ja ein bisschen sportlich hergehen und ich bin selbst leidenschaftliche Sportlerin. Vielleicht liegt das auch an dem guten Fruit Booster, den es heute im Dom gibt. Ich habe den schon hier an der einen oder anderen Stelle entdeckt. Da steckt ja ordentlich Power drin und das ist auch gut so. Ja, Tube drücken ist ein tolles Stichwort. Kann man denn jetzt sagen, dass E-Commerce vielleicht auch ein Beschleuniger für den Einzelhandel ist, umzudenken? Was raten Sie denn Mittelstandsmaklern, Herr Kettnacker, um die Position nochmal zu stärken? Herr Werner, ist das das Konzept, was Sie auch dem Bund vorgelegt haben oder geht das noch tiefgründiger? Was können wir denn tun, damit die Meere sauberer werden und wir gleichzeitig aber auch wirtschaftlich verantwortungsvoll handeln, Frau Hansch? Die ganze Welt, die spricht ja gerade von der Digitalisierung. So ein bisschen Spaß muss sein. Ja, Geschwindigkeit ist auch mein Thema, Herr Müller. Und ich wollte eigentlich fragen, wann ich bei Ihnen anfangen kann. Aber das machen wir dann später im Vier-Augen-Gespräch. Das klingt für mich zu vernünftig, aber mal gucken, was dabei rumgekommen ist. Wie sieht das denn innerhalb der Branche aus? Muss man da noch weiter zusammenrücken? Wie gehen Sie auch mit anderen Firmen in den Austausch? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den KI-Champions Baden-Württemberg hier live aus Stuttgart. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Wussten Sie, dass 60-70% aller Veränderungsprojekte nicht das beabsichtigte Ziel erreichen? Die Antwort hierauf lautet ja. Sie sind auf der Suche nach einem Outfit für die kommenden Wochen? Für wen ist denn ein Facelifting geeignet? Und wenn wir erstmal alt sind, alt, dann bekommst du auch deinen Oldtimer. Kannst du ganz kurz erzählen, was das Besondere daran ist und was ATV so spannend macht? Begrifflichkeiten wie Teamzusammenhalt oder Unternehmenskultur haben ganz anderen und vielleicht auch einen besonderen Stellenwert bekommen. Are you ready? Yeah! We are here today to introduce you to Genesis Motor Europe and exactly what to expect from this all-new exciting premium luxury brand. Yes, we are living in an era of change, and so is mobility and transport. The automotive sector is facing many challenges, and still, all of us expect to stay mobile in the future with safe, clean, and sustainable transport solutions. So what is the main focus of Accotech in terms of industries and global regions, Uwe? Today we'll be talking about challenges in the rapidly changing business landscapes and how Honeywell can help us stay connected. And we hope you liked our first digital press event hosted on Denso X. Hope to see you soon at our future events. Bye! Es ist Mittwoch, der 25. Mai und damit hallo und herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Unsere Themen heute. Erderwärmung, Klimawandel, Treibhauseffekt. Ja, das Thema Klimaschutz ist nicht erst seit gestern brandaktuell. Seit vergangenem Freitag kann in Clubs und Diskotheken wieder ausgelassen getanzt und gefeiert werden. Ein guter Zeitpunkt, um nach einem Jahr einmal Bilanz zu ziehen. Was macht Pires denn zu einem Hidden Champion? Und wir kommen zum Sport. Während mit Wimbledon das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt gerade erst zu Ende gegangen ist, doch bis dahin liegt der Fokus noch auf den beiden Relegationsspielen. Durch den Olympiastützpunkt und die Fans gilt Hamburg als Beachvolleyball-Hauptstadt Deutschlands. Wie lange kann man das machen? Also wenn ihr jetzt Olympia erreicht habt, was kommt dann? Hitze und Trockenheit sind für Urlauber schön. Viele werden das in den kommenden Tagen zu erwartende Wetter herrlich finden. Was bedeutet denn das für das Wetter? Ja, und wenn man unbedingt die von Jens getragene Mütze haben will oder den Hut von Ilka einfach mit kommentieren, ganz oder? Genau. Das war Hamburg 1 aktuell für diesen Mittwoch. Ihnen noch einen schönen Abend.